Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute was ganz Besonderes, und zwar die besten P1 Böller inklusive alle Funke China Böller im Zeitlupentest. Ja, ich werde jetzt oder jetzt gerade filme ich in nur Full HD 30 FPS, aber ich denke, das sollte reichen, weil es geht halt primär um die Slow Motion. Das bedeutet, wir werden die wahre Schönheit der Funke Böller gleich erleben. Ja. Was haben wir denn hier? Die Funke Pedada mit 0,9 Gramm BKS, BKS blärt, Alter, Schwarzpulver. China Böller A 1,1 Gramm Schwarzpulver, Funke China Böller D 1,9 Gramm, Tiger Bomb C Böller 2 Gramm, 2,5 Gramm China Böller C, China Böller D 3,5 Gramm, Super 1 6 Gramm und Super 2 8 Gramm, Pure Union P1 1 Gramm BKS, P2 2 Gramm BKS, nochmal hier 4,5 Gramm China Böller D, da war ich mir gerade tatsächlich nicht so ganz sicher. Ja, schnack mal nicht lange rum. Da vorne ist irgendwo, man hört es, oder? Es ist ein Flugzeug. Da vorne zwei Hubschrauber. Da ist irgendwas passiert, weil da in der Nähe ist ein Flugplatz. Da ganz vorne ist ein Hubschrauber. Ich glaube, man kann es nicht so gut erkennen auf der Kamera. Es fliegt ja genau in meine Richtung, oder? Super, echt. Aber es hält mich nicht davon ab, diesen schönen Test zu machen. Aber ich warte eher, bis dieses Teil weggeflogen ist. Ja, genau. Das alles wird hier stattfinden. Also ich werde die Kamera hier aufstellen mit so einem kleinen Stativ. Leute, das sind halt 360 FPS, ne? Das schaffen echt nur sehr, sehr hochwertige Kameras. Und genau deshalb muss ich halt genau darauf achten, wie und wo ich es aufstelle. Aber ich denke, es ist am besten, ich stelle es hier auf. Die Böller werden dann hier sein. Und somit kann man die Explosion, glaube ich, ganz gut erkennen. Deshalb ist das Ding auch weg. Sehr schön, es fliegt nicht in meine Richtung. Perfekt. Let's try. I see records.
als Fazit kann ich geben, ja, so meine Empfindung. Wir fangen an. Funke Pedade. Man kann von diesen kleinen Böllerchen wirklich nicht viel erwarten, aber für den Preis und für das, was sie an Schnipsel hergeben, gehen sie völlig in Ordnung, weshalb ich sie mir auch jedes Jahr kaufen werde. Funke Böller A, brachial für dessen Größe. Schöner Schnipselregen, sehr schöner, heller Knall, aber dafür einen sehr lauten Knall. Ja, also wirklich klare Kaufempfehlung. Jetzt kommt's. China Böller B, ein Schnipselmonster, wie man sieht. Dafür vom Knall etwas dumpfer, aber leiser als der A-Böller. China Böller C, Tiger Bomb, boah, schwierig. Nicht viel lauter als ein China Böller A, dafür dumpfer. Schnipsel, mittelmäßig. China Böller C, 2,5 Gramm Variante, die neueste. Unglaublich. Ich könnte mich wirklich, ja, ich habe sie mir nicht gekauft als Schinken. Das bereue ich tatsächlich, dafür werde ich mir dieses Jahr mehrere kaufen. Ein Wahnsinnsteil von der Lautstärke, ja, also eher dumpf vom Knall, sehr laut vom Knall und von den Schnipseln, perfekt. Einfach ein Wahnsinnsböller. China Böller D, leider Fehlzündung, ja, es bedeutet, der hat leider nicht gezündet, deshalb kann ich da nicht viel sagen. Dennoch, was ich jetzt so in der Vergangenheit, ja, weil davon hatte ich ja zwei Schinken, deshalb habe ich davon auch einige testen können, also die haben mich echt enttäuscht. Ich habe mehr erwartet, aber jetzt kann ich leider zu dem Video nichts sagen. Super 1, Enttäuschung, wirklich. Ja, natürlich lauter als ein C-Böller. Die Schnipseln so mittelmäßig, da könnte man sich auch viel mehr erwarten von den Böllern vom Knall her. Schön dumpf, aber jetzt nicht besonders laut. Gedrückt hat er, aber ja, letztlich hält sich in Grenzen. Super 2, braucht also wirklich over the top. Schnipseln unglaublich. Der Knall wahnsinnig dumpf, extrem laut und der hat wirklich am meisten gedrückt. Von den Funkeböllern ausgehend. Ja, also Super 2 ist wirklich immer over the top. Zumindest den Batch, den ich habe. Pyronion P1, der hat mich überzeugt. Der hat am meisten gedrückt von allen getesteten Böllern. Was mir halt nicht gefällt, ist dieser Vorbrenner, weil den Blitz kann man einfach nicht so erkennen. Und ich stehe auf so einen richtig Flash. Ne? Ich muss richtig flashen. Das misse ich etwas, aber der Knall unglaublich. PS2. Ja, auch einfach nur geil, ja. Aber, das große Aber, der Pyronion war lauter als der PS2. Komisch, wirklich, der hat mehr gedrückt und er war lauter. Das nächste Mal gibt's da einen Vergleich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe es 1:12 wiedergegeben. Ich hätte es jetzt auch noch langsamer wiedergeben können, ja. Aber irgendwann ist auch zu viel des Guten. Ich finde auch, zu langsam ist auch nicht toll. Also, ich fand zwar nicht so die perfekte Zeitlupe, wie ich finde. Lasst es mich wissen, was ihr davon haltet, wie euch das Video gefallen hat, was ihr von dem Böller haltet, so was ihr an Erfahrung gesammelt habt, würde mich mega interessieren. Und in dem Sinne wünsche ich euch nur das Beste, euer Pyro Adler 98.